Hi und willkommen bei mir, Lurchen Nummer 1 und mit einem Money Glitch, der tatsächlich noch nicht gepatcht wurde von Rockstar. Und zwar ist dieser Glitch von Freight Train, what a fudge. Na gut, wenn er sagt, klingt es irgendwie cooler, aber dieser Glitch oder beziehungsweise er ist der Founder dieses Money Glitches, ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt worden von mir, könnt ihr mal auschecken. Und was brauchen wir denn für den Money Glitch? Wir brauchen eine Firmengarage und wir brauchen einen Kollegen, der uns bei dem Money Glitch hilft. Und wir brauchen natürlich ein paar Fahrzeuge, und zwar einen Allegi, voll aufgetunt, und ein paar nicht getunte Allegis. Im Prinzip muss die Garage voll sein. Ich zeige euch jetzt gleich, wie das funktioniert, denn wir brauchen hier eine ganz besondere Aufstellung für diesen Money Glitch. Und zwar muss das zu duplizierende Fahrzeug auf Platz 3 stehen und auf Platz 2 ein nicht getunter Allegi. Und mit die restlichen Fahrzeuge könnt ihr alle mit nicht getunten Allegis ausstatten, oder ihr macht es so wie ich und stellt auf die Plätze 3, 5 und 7 ebenfalls getunte Allegis. Dann könnt ihr nämlich in einem Rutsch mehrere Duplikate ziehen. Wer das nicht hat, tut einfach so, als wären alle Fahrzeuge außer Platz 3 nicht getunte Allegis. Wer es kann, macht es so wie ich in meinem Beispiel in diesem Video jetzt. Aber wollen wir einfach nun mal an dieser Stelle beginnen. Und zwar ist mein Kollege draußen auf der Straße in derselben Lobby wie ich und wartet nun, bis ich soweit mit diesem Money Glitch beginne. Ich gehe jetzt in den blauen Kreis und zeige euch nochmal die Aufstellung von diesem Money Glitch. Und zwar steht auf Platz 2 ein nicht getunter Allegi und auf Platz 3 das zu duplizierende Fahrzeug. Und auf Platz 5 und Platz 7 könnt ihr auch einen vollgetunten Allegi hinstellen, wenn ihr einen habt. Ansonsten stellt ihr überall nicht getunte Allegis hin. Habt ihr das soweit, geht ihr nun in euer Büro, in eurem CEO-Gebäude. Im Büro eures CEO-Gebäudes angekommen, gehen wir nun zu unserem Schreibtisch hinten, wo wir den Alkoholausschank haben. Das befindet sich hier an dieser Stelle. Das klingt jetzt wahrscheinlich für euch ultra beknackt, aber für diesen Glitch müsst ihr besoffen sein. Das heißt, ihr müsst an dieser Stelle jetzt fünfmal einen Whisky trinken. Achtet da bitte drauf, dass ihr das genauso macht, wie ich es sage, und zwar fünfmal einen Whisky trinken. Nicht viermal, nicht sechsmal, fünfmal. Weil ich glaube, beim sechsten Mal sterbt ihr und beim vierten Mal reicht die Menge nicht aus, um den Glitch zu machen. Aber macht es einfach so wie ich, dann kann ich euch zumindest garantieren, dass der Glitch auch funktioniert. Nicht, dass jetzt einer sagt, hey, das geht auch mit 7 Whiskys. Darum geht's nicht. Ich kann euch sagen, dass es mit 5 funktioniert. Deswegen macht es einfach so, wie ich es erkläre. Und trinkt an dieser Stelle 5 Whiskys, beziehungsweise kippt sie euch in die Figur, bis euer Männchen so anfängt zu schwanken wie meiner jetzt hier. Ihr seht, meiner ist schon ziemlich am Abkotzen. Aber leider Gottes war das nur der vierte Whisky. Der fünfte muss leider auch noch rein. Und den trinkt er jetzt auch hier an dieser Stelle. So, zack, drin ist er in der Figur. Habt ihr das dann? Dann rennt ihr so schnell ihr könnt zu eurem Fahrstuhl und begebt euch zurück in eure Firmengarage. Und dann an dieser Stelle fängt es dann an, ein wenig tricky zu werden. Deswegen genau zuhören. Ihr ladet oder beziehungsweise schickt jetzt eurem Helfer eine Einladung in eure Firmengarage. Und dann geht ihr in den blauen Kreis. Im blauen Kreis angekommen, wartet ihr nun und ich zeige euch jetzt, was euer Kollege macht. Ihr habt links unten gesehen, er hat jetzt die Einladung in eure Firmengarage bekommen. Wenn er diese Einladung bekommen hat, euer Kollege, geht er nun her und geht in irgendeine Mission rein.
welche Mission, das ist völlig egal. Er muss nur in irgendeine Mission reingehen. In dieser Mission, beziehungsweise in der Maske der Mission angekommen. Das ist die Maske der Mission hier. Dort angekommen, drückt ihr nun Kreis und hat diesen Blackscreen. Hat er diesen Blackscreen, sagt er euch Bescheid und ihr geht jetzt auf Freunde und auf den Namen eures Freundes und auf Beitreten und drückt X. Hier steht Beitreten, jetzt X. Jetzt habt ihr beide einen Blackscreen. Euer Kollege bestätigt jetzt mit X, dass er den Job verlässt. Hat er das gemacht, gibt er euch Bescheid und ihr bestätigt ebenfalls zweimal mit X, damit euer Blackscreen weg ist. Euer Kollege geht nun mit dem Cursor auf die Einladung in eure Firmengarage und wartet dort, bis ihr ihm ein Zeichen gebt. Ihr selber geht nun her und schwankt und taumelt zu Platz Nummer 2 eurer Garage, wo der nicht getunte LEG steht und geht an das Heck des Fahrzeuges hinten hin. Und nun tauscht ihr Fahrzeug 2 mit 3, 3 mit 4, 5 mit 6 und so weiter. Ganz schnell und dann schreit ihr jetzt und euer Kollege nimmt die Einladung auf seinem Handy an. Das hat dann zur Folge, dass ihr aus der Garage gekickt werdet und auf der Straße landet. Nun geht ihr ganz schnell in das Verkaufsformular auf die Garage, wo ihr gerade drin wart und den Glitch gemacht habt und auf alle nicht getunten Elegies, die ihr eben vertauscht habt. Kauft ihr nun abermals einen nicht getunten Elegy drauf. Ihr seht es jetzt hier, überall wo ein nicht getunter Elegy steht, kauft ihr jetzt einen Elegy drauf. Aber nur dort, wo ihr die Fahrzeuge auch vertauscht habt. So. Jetzt heißt das eigentlich warten. Und zwar habt ihr die Fahrzeuge jetzt gekauft. Dann müsst ihr draußen vor der Tür jetzt so lange warten, bis ihr die Meldung bekommt, dass ihr die Fahrzeuge gekauft habt. Also die, wie sagt man, diese Verkaufsmeldung, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Die seht ihr ja meistens dann irgendwann links unten, die Meldung, hat folgendes Fahrzeug gekauft, palabalaba. Ich schneide jetzt hier an dieser Stelle und bams, links unten seht ihr nun, was ich meine. Hier diese Meldung, dass ihr ein Fahrzeug gekauft habt. Diese Meldungen, die müsst ihr alle abwarten. Habt ihr zum Beispiel jetzt 3 Fahrzeuge gekauft, dann müsst ihr die 3 Meldungen auch wirklich abwarten, bis diese eingetrudelt sind. Bei mir müsste es jetzt eigentlich gleich soweit sein, dass ich alle meine Meldungen bekommen habe über die Käufe, die ich getätigt habe. So, ich glaube, das war die letzte Meldung. Ich glaube, 4-mal habe ich ein Auto gekauft, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Und jetzt müsste die Meldung unten links gleich verschwinden. So, sie ist weg. Jetzt gehen wir in den blauen Kreis und begeben uns zurück in die Garage. Wieder in die Garage natürlich, wo wir hergekommen sind und sich unser Kollege ja drin befindet, wo er ja reingekommen ist durch die Einladung. Und ihr könnt jetzt sehen, hier stehen meine Duplikate. Der Glitch hat funktioniert und nun könnt ihr die Fahrzeuge wunderbar alle nach und nach verkaufen. Was ich euch noch ganz, ganz wichtig mitteilen muss, ihr wisst ja, dass man, wenn man Fahrzeuge verdoppelt, muss eine personalisierte Nummerntafel drauf sein. Das heißt, ihr müsst über die iFruit-App das zu duplizierende Fahrzeug mit einer personalisierten Nummerntafel ausstatten, bevor ihr das Fahrzeug dupliziert. So, und jetzt kann man an dieser Stelle im blauen Kreis sehen, was die Duplikationen sind und was die Originale. Denn die Duplikationen werden immer noch als Elegy RH8 geführt. Um das jetzt zu ändern, geht ihr jetzt in die Fahrzeuge oder setzt ihr euch jetzt in die Fahrzeuge rein, die als Elegy RH8 geführt werden, steigt ein und drückt Steuerkreuz nach rechts. Habt ihr das gemacht? Landet ihr in der Tuning-Werkstatt und in der Tuning-Werkstatt ändert ihr jetzt eine Kleinigkeit an der Nummerntafel. Zum Beispiel die Farbe. Und ihr seht jetzt hier,
ich kaufe mir jetzt hier irgendeine Farbe, ich entscheide mich an der Stelle jetzt für blau. Habt ihr das gemacht, könnt ihr das Fahrzeug jetzt verkaufen. Und das zeige ich euch jetzt auch, was das Fahrzeug so roundabout für einen Wert hat. Und zwar begeben wir uns jetzt einmal nach Customs. Und dort zeige ich euch, was das Fahrzeug bei mir jetzt an Wert hat. Ich bekomme jetzt so roundabout 500.000 GTA-Dollar. Wäre das Fahrzeug voll aufgetunt, kann dies natürlich auch 800.000 Dollar wert sein. Das war der Money Glitch. Ich bin raus. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Macht das gut. Euer Lurche Nummer 1. Bye. Was a group hugs out of the question?